Guti, willkommen zurück zu Let's Play, der erste Kaiser. Wir sind wieder da und können jetzt weitermachen. Im Westen, an der großen Biegung des mächtigen Gelben Flusses, dient die trockene Wüste Ordos als eine nicht gerade sehr sichere Pufferzone zu den lästigen Nomaden des nördlichen Ödlandes. Unser kluger Regent Xuan Wang hat einen einfachen Plan ausgearbeitet. Im Ordos-Gebiet sollen Vorposten errichtet werden. Diese sollen sowohl als Warnposten vor Einfällen der Barbaren als auch zur Ausbeutung der Rohstoffe dieses Gebietes dienen. Das Land dort ist zwar trocken, aber nicht unfruchtbar. Es gibt auch einige, wenn auch nicht sonderlich große Vorkommen von Salz und Kupfer. Schmelzen Sie das Kupfer zu Bronze ein und stellen Sie Waffen her. Holz ist rar und muss importiert werden. Angesichts der Klimabedingungen ist das nur verständlich. Wenn Ihre Bauern Bewässerungssysteme einsetzen, müssten Sie eigentlich genug Hirse anbauen können und die Jäger sollten ausreichend Wild jagen können, um die Bevölkerung zu ernähren. Siedler, die sich in die Wüste wagen, müssen sich vor Raubtieren in Acht nehmen. Späher berichten, dass sich furchterregende Bären aus ihrer Heimat der Wüste Gobi nach Süden vorgewagt haben. Mit ihnen ist nicht zu spaßen. Und noch etwas zum Abschluss. Der König kann Ihnen entweder eine Kompanie Wagenlenker oder eine Kompanie Infanterie überlassen. Aber nicht beides. Wählen Sie weise. Oh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also ich gehe erstmal zur Stadt. Speicher an dieser Stelle unter LP01. Das ist ja immer sozusagen unser Anfangssave, auch wenn es den eigentlich schon gibt. Wir gehen einmal zurück auf 20% und gucken uns die Umgebung an. Es gibt Salz. Das ist schon mal gut. Dann können wir wenigstens irgendwas zu essen herstellen. Wir haben hier vorne fruchtbares Land. Ich hoffe, dass das nicht überflutet. Hier gibt es sogar eine Verbindung dann zum Festland sozusagen. Und das ist alles bergiges Gebiet. Und hier sind die Bären unterwegs. Okay, da müssen die Jäger wahrscheinlich hin und die Bären jagen. Gobi-Bär. Der böse, böse Gobi-Bär. Hat aber einen komischen Sound. Ach nee, hier wird auch noch gejagt. Das heißt, die Bären sind eigentlich für andere Dinge kaputt zu machen. Und uns wird automatisch schon irgendwas zur Verfügung gestellt. Da sollen wir weise wählen. Na gut, wir haben Handelsroute nach Anyang und nach Kufu. Beide wollen Salz, Hirse, Bronzewaren, Holz, Wild und geschnitzte Jade. Das heißt, wir werden wieder mit der Jade arbeiten müssen, dass wir die importieren und in Anyang wieder exportieren. Das wird alles über den Landweg passieren. Ich muss nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir sind hier oben. Anye ist noch nicht angeschlossen und auch Hao nicht. Und Bingyang sowieso nicht. Und wir sind immer näher am Nomadenlager dran. Das kann nicht unbedingt gut sein. Nicht umsonst gibt es Befestigungen, wir werden attackiert. Es gibt ein Verwaltungszentrum, aber keinen Palast. Es gibt ein Steuerbüro. Das heißt, wir müssen uns auch um große Gebäude kümmern, um unsere Armee dementsprechend aufzubauen. Es gibt außerdem Brennöfen, das heißt, wir können Ton abbauen, das ist schon mal gut. Bronzewarenbetriebe und Bronze schmelzen. Wobei ich jetzt gespannt bin, wo wir die Bronze herbekommen. Felsen. Das sind alles Felsen. Von dort werden wir sie nicht kriegen. Felsen, Felsen. Kupfererzvorkommen. Also das ist auch hier oben. Leeres Land. Felsen, Felsen, Felsen. Felsen. Nee, Felsen kann ich nicht gebrauchen. Verdammt, aber hier oben gibt es Kupfererzvorkommen. Da müssen wir uns dann ranhalten. Leeres Land, Felsen. Also ich versuche noch irgendwo anders Kupfererzvorkommen zu entdecken, aber es sieht schlecht aus. Felsen, Gras, Felsen, Felsen, Kupfererzvorkommen. Hier unten. Okay, hier sind wenigstens keine Bären. Die sind wenn dann weiter links. Die werden sich hoffentlich nicht so schnell zu uns wagen. Sodass wir denn dafür sorgen können, dass wir hier unten alles abbauen. Bloß müssen wir irgendwann auch hoch zum Salz. Es gibt die Möglichkeit, Bauernhäuser zu errichten mit Handfarmen. Und hier haben wir einen Bewässerungsgraben mit einer Bewässerungspumpe. Die können wir direkt ans Wasser stellen und damit dann die Farmen versorgen. Das ist schon mal gut. Wir werden unsere ganzen Leute hier rechts anpflanzen. Und links dann natürlich für Essen und so weiter sorgen. Müssen bloß vorsichtig sein, dass wir nicht immer ins Gebiet der Bären reinkommen.
Und gerade hier oben, wo Salz unterwegs ist, wird es auch sehr, sehr schwer. Und wir brauchen das Salz. Das wird wichtig sein. Nicht nur zum Verkauf, sondern eben auch, um die Leute zu versorgen. Wild können wir ebenfalls abernten, aber dafür müssten wir dann die Wildsammler hier oben irgendwo positionieren und aufpassen, dass die Bären sie nicht töten. Die werden auch immer wieder nachkommen, da werden wir keine andere Wahl haben. Aber wenn wir Bären irgendwann in einem Tiergarten hätten, dann würden die uns in Ruhe lassen. Problem ist, wir haben keinen Palast, wo wir einen Tiergarten mit anbauen können. Das ist recht relativ doof. Hirsefeld und Hanffelder sind trotzdem in unserem Besitz. Okay, und Handelsstationen gibt es schon für zwei Leute. Ja, der Schnitzer Werkstatt ist super. Na gut, dann wollen wir mal unseren Speicherstand laden und beginnen hier unsere Reise zur Wüste Gobi. Okay, ich glaube, wenn wir hier Leute hinstellen, dann müsste das funktionieren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann brauchen wir den Marktplatz. Ein einfacher reicht erstmal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ist schön. Wunderbar. Und auch hier nochmal eine weitere Riege mit hin. Sodass wir schon mal ein bisschen was haben. Vielleicht kauft uns auch mal irgendwann jemand Töpferwaren ab, dann könnten wir die tatsächlich handeln, denn die können wir selber produzieren. Das wäre schön. Aber das werden sie nicht zulassen. So ein Dreck. So, dann kommt jetzt hier erstmal wieder ein Beschützer hin. Sowie ein Ziehbrunnen. Und ein Kräuterstand. Und ein Ahnenschrein. Das sind erstmal die grundsätzlichen Dinge, die wir hier benötigen. Alles andere kommt jetzt nach oben. Dann will ich hier in der Nähe auch die Mühle haben. Benötigte Mitarbeiter, ganz klar. So ist schön. Ich hoffe, dass wir diese Straße hier nicht benötigen, aber ich werde sie trotzdem mal wieder zusammenziehen. So, und dann kommt die Mühle. Stellen wir hier oben mit hin. Wir brauchen eine Brücke. Guti, dann kommen wir jetzt auch rüber. Und werden hier anfangen mit Jägerzelten. Um zumindest schon mal Fleisch bzw. Wild zu haben. Und den Rest machen wir dann später, wenn es soweit ist. Die Leute kommen alle von Süden. Ich habe es mir fast gedacht, deswegen habe ich die Straße wieder erneuert. So, dann setzen wir auch gleich noch einen weiteren Ingenieursposten mit hin, Inspektorenturm. Wunderbar. Speichern unter LP02. Und lassen die Geschwindigkeit wieder hochgehen. Gut, wir haben ja einiges unter Kontrolle, das läuft. Die Leute laufen zum Glück nicht über die Straße, sondern nehmen die Abkürzung einfach so übers Feld, das ist gut. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt schneller, wenn sie auf der Straße laufen, sehe ich gerade. Achso, die beiden sind erschienen, als es noch keine Straße gab. Deswegen laufen die einfach so rüber. Das ist wesentlich praktischer, als wenn die über die Straße gehen. Wenn die ersten Leute erstmal da sind, dann werden auch die Inspektorentürme betrieben. Und dann gibt es keine Probleme mehr, denn stürzt hier wenigstens nichts ein. Der Gobi-Bär, der ärgert mich. Hier sind Felsen.
und Kupfererz vorkommen. Das heißt, auch hier können wir dann nachher Kupfererz abfarmen. Ich hoffe, dass wir den Gobi-Bär dann auch töten können. Hao wird Verbündeter. Sehr nice. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Handelsroute nach Hao und können Salz, Wild und Reis verkaufen. Gott sei Dank. Gut, dann haben wir schon mal für Anyang und Hao die Möglichkeit zu handeln. Mit Fleisch. Mit Wild. Das heißt, ich bräuchte im Prinzip noch mehr Jägerzelte. Aber die werden wir erst bauen, wenn wir einigermaßen fit sind. Jetzt aktuell würde es noch nichts bringen. Holz müssen wir importieren. Und wir brauchen Holz. Nicht nur für die Wagenlenker, sondern eben auch für unsere Steuerbüros. Jetzt brauchen wir erstmal 79 Arbeitskräfte. Schön, dass der Kräuterhändler schon mal die Möglichkeit hat zu arbeiten. Und auch du hast sie schon mit 3 von 5 Arbeitern. Ja, wir brauchen auch gleich wieder weitere Leute. Das heißt, ich werde hier jetzt schon mal ein weiteres Gebiet annektieren. Und dann weitere Leute mit hinsetzen. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Okay. Ja, läuft. Zur Not können wir sie einfach weiterentwickeln und dann wird es wieder weitergehen. Aber jetzt erstmal brauche ich Leute, die überhaupt in der Stadt wohnen und die Infrastruktur instand halten. Was machst du hier? Hier sind ganz viele Tiere unterwegs. Könnt ihr die nicht töten? Die laufen hier am Jägerzelt vorbei. Schon äußerst doof. Na, die werden wahrscheinlich gleich getötet. Geschwindigkeit hochstellen. Sehr gut. Wir haben immer mehr Arbeitskräfte. Das heißt, auch die hier werden bald losziehen. Hoffe ich zumindest, sonst sind diese ganzen Antilopen hier vorher weg. Die laufen nämlich durch meine Stadt. Neue Einwohner strömen herbei. Bevölkerungszahl 100 erreicht. Brauchen immer noch sehr viele Arbeitskräfte. Die hauen alle ab. Tötet sie. Lasst sie nicht durch. So ist gut. Perfekt. Eines tot. Ihr sammelt sie gleich auf, wenn die hier langlaufen. Das ist super. Wir brauchen noch 25 Arbeitskräfte, aber ansonsten läuft's. Genau, gleich die nächste töten. Hier ist der Spawnpunkt, die werden hier sowieso immer wieder auftauchen. Das wird für uns einfacher, als wenn wir dann hier hinten hoch müssen, um sie kaputt zu machen. Es sind immer noch Arbeitskräfte nötig. Aber es kommen auch sehr, sehr viele Leute noch in die Stadt, die jetzt gerade Wasser bekommen haben. Nahrungsmittel sind die nächsten Teile, die sie brauchen, um dementsprechend größer zu werden. Ausländischer Abgesandter trifft ein, Hao schenkt Weizen. Dankeschön. Das ist schon mal gut, um am Anfang natürlich das ein oder andere auszubauen und unsere Leute wachsen zu lassen. Auch wenn ich keinen Weizen gebrauchen kann. Hier sind sehr viele Leute unterwegs. So ist gut. Eine Antilope ist noch. Der Rest befindet sich drüben. Da müsst ihr jetzt einmal rumlaufen. Das geht nicht anders. Achso, ihr seid schon teilweise da. Gott sei Dank. Ach, sehr gut.
Wir haben jetzt auch zwei Arbeitslose, es geht also langsam aufwärts. Die Antilopen kehren zurück, weil die wissen, dass sie überall beschossen werden, also insofern können sie da bleiben, wo sie sind. Oh, der Bär. Ja, der wird uns noch Ärger machen. Und das nicht gering. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Plantagen an. Die werden wir dann hier unten mit hinbauen oder auf die andere Seite setzen. Aber die andere Seite ist ziemlich bergig. Hier haben wir auch Kupfererzvorkommen. Die müssen also gar nicht am Bären vorbei. Das ist völlig okay. Ziehen wir schon mal eine Straße runter, bauen eine Sperre mit hin. Und werden dann die Kupfererzvorkommen hier vorne nutzen, um dementsprechend alles auszubauen. Gut, wenn wir Kupfererz haben und Ton selber anbauen können, können wir auch die Bronzewaren fertig machen. Davon will Khufu auf jeden Fall welche haben. Und Hao möchte zwar keine Bronze, aber Salz und Wild. Na gut, Wild sammeln wir noch. Da sind wir jetzt noch nicht so gut ausgestattet, aber das kommt. Wie viele Arbeitslose habe ich? 32. Ist noch nicht besonders viel. Aber wir sollten schon mal dafür sorgen, dass die ein oder andere Bronzeverarbeitung mit reinkommt, dass wir es zumindest schon mal ransammeln. Die Gesundheit nimmt ab. Ja, dann bekommt ihr jetzt schon mal einen Handelsposten, einen Marktplatz, beziehungsweise einen Nahrungshändler. Ein Nahrungsmittelgeschäft. Und wir ziehen die Straße schon mal lang. Mit einer Sperre natürlich. Und können dann weitere Leute hier mit hinstellen. Sie haben bereits zu viele Arbeitskräfte. 23% sind arbeitslos. Das sind sehr, sehr viele. Aber wir sorgen dafür, dass die alle ihren Job machen können. Indem wir jetzt noch für Tongruben sorgen, die nur direkt dran stehen können, sonst funktioniert es nicht. Okay. So, dann brauche ich außerdem noch einen weiteren Inspektorenturm. So ist schön. Jetzt haben wir 0 Arbeiter nötig. Alles ist wieder im grünen Bereich. Wir können also wieder weitere Leute unterbringen in unserer Stadt. Und wir sollten anfangen, Hirse und Hanf anzubauen. Denn Hanf wird das nächste sein, was wir benötigen. Ihr habt jetzt schon einfache Nahrung bekommen. Das ist nicht ganz so gut. Aber da müssen wir erstmal durch. 1, 2, da wohnt jemand. 1, 2, 3, da kommen die Gärten hin. 1, 2. So, das ziehen wir schon mal rum. Setzen das mit hin und das. 2 Sperren. Dann brauchen wir einen weiteren Inspektorenturm. Ja, Wasser gibt es hier nicht. Das müssen wir oben mit hinstellen. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Jetzt wieder, ja. 500 haben wir jetzt schon. Hier kommt dann der Marktplatz noch mit hin. Und wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, dann gibt es gar keinen größeren Marktplatz. Das heißt, wir können gar nicht dafür sorgen, dass wir ganz, ganz viele Armeen kriegen. Wir sollten also einen Wagenlenker vorbauen, das wir ja sowieso gestellt kriegen, dann vom Kaiser, und das Infanterie dann selber bauen, das Infanterie vor, und mehr mit Befestigungen arbeiten. Das wird die einzige Möglichkeit sein, um zu überleben. So, dann stellen wir hier jetzt eine Farm mit hin.
Hier könnte eine Hanffarm stehen, das ist ganz praktisch. Vom Platz her. 1, 2, 3.